Man kann mit dem Nachschub warten, bis Kühlschrank und Vorratskammer leer sind und dann einen Großeinkauf starten. Oder man kauft kleine Rationen nach, nebenbei, wann immer sich die Gelegenheit ergibt. Eine herkömmliche Tankstelle fährt man meist dann an, wenn der Sprittank fast leer ist und tankt dann richtig voll. Bei Elektrofahrzeugen ist das schnelle Laden, analog zum Tanken, derzeit noch meist nicht wirtschaftlich. Die notwendige Energie muss also nebenbei, wann immer sich die Gelegenheit ergibt, in das Fahrzeug kommen. Nach der Devise Laden aus Gewohnheit statt Tanken aus Notwendigkeit. Beim Elektromobilitätsprojekt Smart Wheels kann man sein Elektroauto schon heute unter anderem in Aachen, Duisburg, Osnabrück, München und Fürstenfeldbruck problem- und bargeldlos mittels einer RFID-Chipkarte wieder aufladen. E-Roaming heißt das Zauberwort. Ist man bei einem Ladestromanbieter registriert, kann man auch bei allen assoziierten Ladestationsbetreibern problemlos Strom laden. Am Monatsende gibt es eine Rechnung, natürlich mit detaillierter Aufstellung aller genutzten Ladestationen. Smart Wheels hat sich in enger Zusammenarbeit mit dem Partnerprojekt EE Tours im Allgäu und allen anderen Projekten des Förderprogramms, insbesondere mit den Fragen der Authentifizierung und Autorisierung an Ladesäulen fremder Stromanbieter, auseinandergesetzt. Neben Kommunikationsprotokollen werden insbesondere auch einheitliche IDs für Ladestromvertrag und Ladepunkt benötigt. Diese einheitlichen IDs helfen dabei, E-Roaming für Nutzer und Anbieter einfach und kostengünstig zu gestalten. Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden derzeit in einer DIN-Spezifikation beschrieben, als Grundlage internationaler Standardisierung. Nachdem der Fahrer sich authentifiziert hat, zeigt das Display an, dass er als Kunde erkannt wurde und der Ladevorgang wird gestartet. Die an der Ladesäule mit der RFID-Karte offenbarten Daten werden per Mobilfunksignal an den Zentralrechner in einem Ladestationsinformationssystem übergeben. Die Software vernetzt die Informationen aller Stadtwerke. Sobald ein Stadtwerk eine neue Ladesäule aufstellt, registriert das Stadtwerk die Ladesäule im Internetportal. Wenn das Stadtwerk einen neuen Kunden gewinnt, registriert es den Kunden ebenfalls im Internetportal. Damit entsteht der Vorteil, dass alle angeschlossenen Stadtwerke gleichermaßen alle Kunden kennen und alle Kunden alle Ladesäulen nutzen können. Für die Kunden ist das System einfach und transparent, denn ganz gleich, an welcher Ladesäule, in welcher Region sie ihr Fahrzeug aufladen, ihr Ansprechpartner bleibt immer das Stadtwerk im Heimatort. Von diesem erhalten sie monatlich eine Abrechnung mit allen getätigten Ladevorgängen. Das Projekt Smart Wheels bietet noch eine Besonderheit. Es funktioniert nicht nur überregional, sondern sogar jetzt schon grenzüberschreitend. Mit der gemeinsamen Dachmarke Ladenetz.de haben wir im Rahmen des Projektes Smart Wheels die Lösungen für die Infrastrukturen von Stadtwerken geschaffen, die auch heute schon im europäischen Kontext funktionieren. Über ein Roaming-Abkommen mit ELAD NL, der niederländischen Stiftung für Elektromobilität, können Partner des Ladenetz.de heute schon ihre Fahrzeuge und ihre Kunden in den Niederlanden laden lassen. Umgekehrt können natürlich auch unsere europäischen Partner in Deutschland laden. Auch wenn das Auslands-E-Roaming derzeit noch auf den kleinen Grenzverkehr beschränkt ist, zeigt das Smart Wheels-Projekt doch den Weg auf zu einer europäischen E-Mobilitätszukunft.